Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Oh, okay, den hat's erwischt. Das war jetzt echt schräg, dass der mir da runterkam. Aber gut. Schalten Sie die beiden Labore für die Pyrolysit-Reinigung aus. Dann hat sich das ja auch jetzt erledigt. Aber geiler Anfang, würde ich mal sagen. So, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir Labor 2. Das eine ging ja gerade sehr fix, nur der blöde Heli. Ihr habt selbst gesehen in der letzten Folge, es ging wirklich nicht. Wir konnten da wirklich jetzt so gesagt nicht entkommen. Fand ich ein bisschen blöd gemacht wieder, aber naja, der Heli ist ja von selbst abgestürzt. Ohne unsere Hilfe. Und hier ist schon ein Konvoi, aber darauf haben wir keine Lust, weil wir wollen nicht das Tor haben. Am Flussufer, viele Sicarios, viele Schnellboote. Logistisch ein guter Ort. Von hier können sie Vorräte und Kokain schneller transportieren. Was meinst du, wie viel PS diese Schnellboote haben? 1000? Warum denn so viel, wo ihnen doch der Fluss gehört? Du willst auch so ein Boot, oder? Scheiße, ja. Oh, ein Boot. Cool. So, wie weit müssen wir denn noch? Ich sehe sie gerade schlecht auf der Karte. Oh, 2 Kilometer. Naja. Wir haben es ja nicht weit, oder? Oder? Was meint ihr? Nee. Gut, so. So, dann mal da hoch. Ich muss ja immer noch sagen, ich bin sehr begeistert von dieser Landschaft. Also, muss ich ehrlich sagen. Und diese Kulisse hier. Nein! Oh Mist, ich wollte nur drehen. Eröffne das Feuer. Oh, egal. Ist besser, sie in die zu reinzufahren, glaubt mir. Also dann da, alles gut. Bin schussbereit. Seit wann ist ein Lambo gefährlich? Geschafft, sollen wir den Truck nach Vorräten ab. Ein Aventador ist gefährlich. Verstehe. Das hatte ich auch noch nie. Ey, ich komme vor wie in Somalia irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie echt so. Wenn du die Straßen so siehst, dann kannst du so ein bisschen auf dem Fernsehen. Ey, da bin ich voll lahm. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber. Wo jagt man denn ganz hin? Check hin, aha. Da ist der Hof, ich hab ihn aber. Ah, da oben ist es schon. Blöde. Naja. Kriegen wir schon mal hin. Der Lambo ist diesmal ruhig. Das ist sehr schön. Okay, das war grad normal. Der kommt. Oh, ich komme immer auf dieses Ding. Sorry, sorry Leute. So. Gut. Nachladen ist gut. Dann gehen wir vorsichtig ran, würde ich sagen. Wir haben ja gerade einen schon gesehen und erwarteterweise wieder. Wo hast du sie? Da, auf dem Steg. Hier ist jetzt keiner, oder? Gut. Okay, erstmal abchecken, dass wieder ist. Die Drohne ist oben. Ah, der ist wieder wie ein Scharfschütze. Ich sehe noch einen. Wir brauchen eine bessere Position. Da, okay. Ziele fast. Bin bereit. Hinten ist eine Waffenkiste. Was ist das denn? Oh, so ein Mörser-Schießding mal wieder, kennen wir ja. Okay, wenn das irgendwie nur 2 Feinde sind, dann wird das ein leichtes Spiel. Jetzt
müssen wir mal diesen. Ich würde mal am besten sagen, wir schalten den Scharfschützen aus. Ziel verloren. Das ist alles Zivilisten. Schräg. Ach gut. Den haben wir in meinem Logbuch nicht gekriegt. Jo, nachladen. Okay. Der lebt ja noch. In dieser Gegend. Habe ich gerade einen eigenen Kollegen bei einer geschossen? Für die Versorgungskette des Kartells. Hört sich nach Cerveza-Zeit an. Die Unidad will Elway tot sehen. Suenio ist einverstanden, weil er Frieden mit der Unidad will. Und sie haben seinen Pyrolusitanen lahmgelegt. Ihr Revolverhelden habt Elways Welt gehörig zum Einsturz gebracht. Ich hoffe, er nimmt es nicht persönlich. Fragen Sie ihn doch selbst. Wenn er am Leben bleiben will, kann er sich höchstens noch an uns wenden. Ich will wissen, was er weiß. Eine Idee, wo er ist? Die Unidad jagt ihn. In deren Basis finden sie sicher Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Mann, sie schicken uns wohl gerne auf Himmelfahrtskommandos. Melden sie sich wenigstens, falls sie etwas erfahren, bevor wir dem Teufel in den Arsch kriechen, okay? Und ich dachte, sie kriechen dem Teufel gerne in den Arsch. Bombenende. Unidad am Arsch. Aha. Das klingt ja sehr interessant, würde ich mal sagen. Und wir haben sogar noch einen Punkte nehmen. Cool. Da können wir nicht lang. Letztes Mal konnten da rein. Meine ich. Oder andere Seite. Nee. Schade. Ist zu, wie es aussieht. Naja. Gut, dann gehen wir weiter. Gucken, was hier ist. Alles sehr sauber. Ja, wo ist denn der Typ? Ist denn hier doch gerade noch einer da? Eli, runter, runter! Ah, ich will ihn nicht verstärken, den Helikopter wieder. Ja, guck mal, wo eine Drohne wohl ist. Ach, da ist der. Okay, ich gehe in Position. Ziel erfasst. Das wurde der Schlauste. Granate fliegt. Nehm das. Die Explosion hat sie misstrauisch gemacht. Naja, hätte besser laufen können. Soll ich hier mal? Nix. Okay, gut. Dann hätten wir auch das. Ich muss hier noch Nachschub, den ich ja nicht sehe. Kann nicht mehr. Wo? Was? Wo? Du siehst scheiße aus, in Deckung! Alter. Verdammte Scheiße! Okay, das Spiel ist vorbei wieder. Hä, wo kommen die denn jetzt her? Mit deiner Matschmuhne da reinkommen, Alter. Eieiei.
Achso, welche Tanne, oder? Was ist denn der Nacht? Oben nicht, oder? Doch, tatsächlich oben. Das machen wir noch, Alter. Das Kämpfen brauchen wir nicht immer irgendwie. Da ist es. Gut, das nehmen wir nochmal schnell mit, dann hatten wir auch alles. Wie sieht denn soll ich schon dafür? Alter, was ist das denn? Da kann ich ja wieder reinbrechen. Junge, da kommt wirklich gut. Ah, ist gut. Ah, das ist Heli. Toll, Leute, und das geben wir mal wieder. Ah, gut, mit Heli drauf, ich weiß ja nicht. Dann wäre auch schon eine Maus. Zivilist getroffen! Wenn wir die ins Kreuzfeuer laufen. Boah, das ist so, das sind wie die Bullen GTA, Leute, Alter. Ein Heli, los runter! Gucken wir auf den Mini-Radar. Hörst du mich? Kriegen wir die aus dem Nix, Alter. Ah, er belügt ihn gerade wieder, alles gut. Mann, ach, wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Was ist das jetzt? Ja, kommt nur was. Ja, wir müssen irgendwie weg hier. Ah, scheiße, ich konnte so denken, aber naja, jedenfalls. Also Leute, wenn das so, das ist wie die Bullen im GTA, da kommst du, da kannst du aber nicht überleben. Also ich schnell das Auto und verpissen uns hier einfach. Was warst du so lange? Was gefahren das Ding da, ey. Nicht die Kumme und Bohne. Ja, rein mit uns. Nicht mehr einsteigen. Ah, sprechen sie überhaupt. So, jetzt hol die hier runter. Junge. Mensch, oh ja. Junge. What the fuck? Die Kacke ist im Arsch schon wieder, ey. Mir kracht einmal ein Heli runter. Ist heftig hier immer wieder. So, jetzt müssen wir mal aus der Sicht kommen von denen. Ach Gott, jetzt kommt das Santa Blanca, denkst du, Bums da. Alter, was für die Tiefe, ey. Hä? Hat der denn hin? Wie auch immer, würde ich sagen.
Na gut, Leute, ich beende damit jetzt erstmal den Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Abendadolf B.